Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Wir sind zurück bei Portal Knights und ich glaube, ich muss den ganzen Kram erstmal wieder hochholen. Wir wollten uns noch das letzte Oberteil bauen. Ich glaube, entweder jenes oder dieses. Lebensregeneration, 175 Leben, aber ich glaube, der hier hält halt ein bisschen mehr aus. 10%, ach, das brauchen wir aber eigentlich gar nicht. 350... dann vielleicht doch dieses hier. Dann vielleicht doch dieses hier. Okay. Halt, das habe ich wieder vergessen. Was brauchen wir? Wir brauchen einmal diesen hier. Wir brauchen ein bisschen Stoff. Habe ich den? Doch, hier. Reicht das jetzt überhaupt? War das auch hier? Nee. Habe ich das noch auf Tasche? Nee, auch nicht. Oh oh. Ich hätte doch wieder noch die Hälfte vergessen. Nee, ne? Da, den da. Und die... Halt. Nee, die waren woanders. Ich glaube, die Titanbarren, die haben wir gerade geschmolzen. Da sind sie. Hallo? Manchmal will er nicht. Entweder bin ich ihm zu schnell oder ich weiß nicht. Da muss ich einmal auf Escape drücken, sonst will er nicht. Ja, jetzt ist die Frage. Die 270er. Da haben wir noch ein bisschen Lebensregeneration drin. Ist nicht schlecht. Und Resistenz gegen Dunkelheit. Oder den Assassinenkittel. Wobei wir diesen Crit Reset nicht brauchen. Zweimal zurückzusetzen nach dem. Ja, eigentlich brauchen wir es. Ich glaube, ich nehme den hier. Das ist zwar ein bisschen weniger Rüstung, aber dafür haben wir noch die. Ja, brauche ich gar nicht diskutieren. Machen wir jetzt einfach. So, sehr schön. Dann können wir das noch tauschen. Tada! Oh, sehen wir nicht gut aus? Ganz ehrlich. Oh, guck mal. Nice. So, hier oben brauchen wir, glaube ich, nichts reinpacken. Da haben wir nichts auf Tasche. So. Dann kommt der ganze Kram wieder zurück. Und dann geht's... Ich bin zu schnell. Ich weiß nicht, ich bin zu hektisch. Und dann geht's los. Der Moment der Wahrheit... Dann bin ich gespannt, ob wir den Boss schaffen. Ihr müsst auf jeden Fall die Daumen drücken. Ein bisschen Bammel habe ich. Aber das habe ich, glaube ich, jetzt schon 5-mal gesagt in den letzten Folgen. Egal. Ein bisschen Bammel habe ich. Dann schauen wir mal. Die Wolle brauche ich jetzt nicht. Tschüss. Wo hatte ich denn... Hier war die andere Rüstung drin, ne? So, das kann weg. So. Schnell noch ein bisschen aufräumen. So viel Zeit muss sein. Jetzt kriege ich das bestimmt hier wieder. Doch, geht noch. Okay. Der Stoff geht hier rein. Haben wir hier eigentlich noch die... Ja, Hammer war mir irgendwie klar. Das da rein. Die Pilze müssen noch weg. So. Zack und zack und zack. Das kann auch weg. Tränke haben wir genug. Was ist das? Starker Heiltrank, einfacher Heiltrank, mächtiger. Ich glaube, dann switche ich tatsächlich mal auf den starken. Dann bauen wir uns die roten Portalsteine zusammen. So, damit haben wir auf jeden Fall genug. So, Leute. Und ich wollte noch mal was gucken. Wartet mal. Kann man nicht den Hut... Da, Helm anzeigen. So, so sehen wir also mit Hut aus. Auch nicht schlecht, oder? Hat doch was. Ohne gefällt mir besser, aber... Und wir haben Rüstungsbonus. Nee, doch nicht. Rüstungsbonus haben wir nicht. Ich glaube, das wäre tatsächlich, wenn wir von einem Set alles tragen. Wir haben Hauptmann und Wächter gemischt. Egal. Wir gehen jetzt Richtung Boss. So, der muss hier sein. Es wird ernst, liebe Leute. Es wird ernst. Ich bin gespannt, was für eine Mechanik der hatte. Was war denn das beim ersten? Beim ersten mussten wir irgendwie den Schwanz treffen, damit er verwundbar wird. Bei dem zweiten mussten wir ihn bei dem Drachen mit den Eiern abschießen. Jetzt sind wir die ganze Zeit in so einem kosmischen Mondbereich, was alles so ein bisschen nach Mondlandschaft aussieht. Was könnte denn hier interessant werden? So, da hinten ist das rote Portal. Und los geht das.
Einmal außen rum. Wir bewaffnen uns schon mal mit unseren roten Steinen. Ne, zuerst machen wir mal Olle Imschek hier noch platt. Cool wäre ja tatsächlich, wenn wir jetzt sogar noch kurz bevor wir beim Boss sind, noch ein Level abmachen. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Naja, die Hälfte fehlt. So, unser erstes rotes Portal. Und wusch. Okay, es wird ernst und rein. Das Ende der Welt. Das lässt dir auch tief blicken. So. Das ging flink. Oh. Okay, er ist schon am Start. Also, das sieht doch jetzt relativ offensichtlich aus, was man da machen muss, oder? Na gut, ich habe eine Idee. Und wahrscheinlich ihr auch. Und wir legen los. Wow, okay. Nein. Geht gut los. Okay, wir sind direkt fast mal im Eimer. Ja. Na komm, 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 komm. Gut, das ging schnell. Das ging auf jeden Fall schnell. Vielleicht muss ich es irgendwie cleverer anstellen. Ich nehme mal noch einen kleinen Trank. Habe ich mich bei den anderen besser angestellt, oder? Vielleicht muss ich ihn einfach ein bisschen besser im Auge behalten und nicht einfach panisch auf die Dinger prügeln. So, ich mache mich mal voll und warte jetzt noch auf den Cooldown der Tränke und dann machen wir weiter. Kann ich nochmal diesen hier machen? Ich habe jetzt einfach angefangen, ohne zu gucken, was er überhaupt macht und was er für Attacken kann. So. Er greift doch erstmal nicht an. Jetzt greift er an. Okay. Vielleicht sollte ich das wirklich einfach langsamer angehen. Oh, da ist er ja. Mist, Mist. Okay, einen habe ich jetzt schon down. Das ist noch nicht so viel. Okay. Tut hell, wenn wir... Boah. Wo ist er? Oh Gott, Leute. Ja, komm, komm, komm. Wie oft muss man... Aua! Gut, das sah jetzt erstmal nicht so vielversprechend aus. Und ich verballer hier meine ganzen Tränke. Ich muss besser ausweichen. Ist das... Ist es das? Vielleicht muss ich wirklich noch entspannter reingehen. Aber ist euch das aufgefallen? Ich habe die Kristalle platt gemacht. Und dabei ist die Sonne aufgegangen. Ich darf nicht so viel schießen. Okay, mal einen kleinen Trank. Wo ist er? Boah, hat er mich noch getroffen, der Drecksack. Ja, komm. Boah, lösen. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger, das tut mir auch tatsächlich leid, aber ihr versteht vielleicht warum. Ich glaube, es ist nicht damit getan, einmal die Kristalle platt zu kriegen, oder?
Wow. Oh, doch? Das war's? Nein. Okay, jetzt Damage machen. Das ist die Devise. Damage machen. Okay, oh Gott. Shit, wir müssen die Kristalle dreimal platt machen. Sehe ich das richtig? Oh Gott. Also ist Ruhe bewahren. Mist, da hat er wieder anvisiert. Das ist dann tatsächlich Käse. Ja, komm. Da liegt ein Herzchen, meins. Das war's. Ja, okay. Jetzt Damage machen, Damage machen. Ja, komm, 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 komm. Das ist die Frage, ob wir es dann beim nächsten Mal schon haben. Ah, es könnte echt eng werden. Ich bin ein kleines bisschen angespannt. Boah. Herzchen. Ja. Ja, schön. Den ersten haben wir wieder. Nicht so viel wollen. Schon mal Richtung da gehen, genau. Okay, aua. Herzchen. Sehr schön. Uiuiuiui. Das war auch gerade knapp. Der ist down. Okay, sehr gut. Kriegen wir den jetzt auch noch? Ja, ja, komm, komm, komm. Nein! Nein! Oh, wieso denn das? Ey, wir hätten ihn gehabt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Puh. Na gut. Alle guten Dinge sind drei, oder? Ist es jetzt die dritte Runde? Okay, da liegen sogar noch unsere Herzen rum. Okay, also los. Also, wir haben ja schon mal eine gute Taktik. Das läuft ja hier eigentlich ganz gut. Ich verstehe jetzt bloß nicht, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat. Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Will ich aber vielleicht auch gar nicht. Das ging jetzt auf jeden Fall schneller. Schon. Ja, komm, geh drauf. Es war auch wieder sehr knapp. Ach, da war gerade noch so ein Ding. Ich glaube, das hat uns vorhin erwischt. Kann das sein? Okay, jetzt wieder Damage machen. Herzchen so viel droppen lassen, wie irgendwie geht. Boah. Da waren glaube ich, gerade die Crits. Die waren nice. Okay, und weiter los. Weg, weg, weg. Komm, Feuer, Feuer. Ja, entschuldigt, dass ich nicht so viel rede, aber wie gesagt, ich glaube, ihr kriegt mit, warum. Komm, komm, ich krieg noch down. Nicht so viel wollen. Wow. So, komm, komm, komm. Mach weiter. Ja. So.
Truhe einmal durch. Naja, egal. Was? Haben wir nicht getroffen? Schön vorsichtig und rauf, 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 rauf. Uiu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 i. Okay, hat nicht gereicht, wie beim letzten Mal. Immer dreimal. Dafür machen wir nicht genug Damage, um ihn mit zweimal zu holen. Wo ist er? Wow! Ja, weiter, weiter, weiter. Haben wir fast den Kristall. Den kriegen wir. Genau. So, aber ich finde das geil, dass dann die Sonne wiederkommt, wenn man das platt macht. Uiuiui. Jetzt stehen wir blöd zum Damage machen. Wow. Dieses Anvisieren ist mitunter echt total hinderlich. Ja, ja. Da war das Ding war das, was uns vorhin gekillt hat. Habt ihr das gerade noch gesehen, wo wir gerade noch ausweichen konnten? Das war's. So, jetzt komm bitte, bitte. Mach ein paar Crits, mach ein paar Crits. Und. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Das sieht doch vielversprechend aus. Loot, Loot, Loot. Sehr schön. Boah, Leute, wir haben's. Wir haben es. Wir haben es. Haben wir alles eingesammelt? Haben wir alles eingesammelt? So, dann gucken wir mal, wo uns das hinbringt. Das Tor. Okay, okay. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ich glaube, wir haben schon hemmungslos überzogen. Ist nicht so schlimm. Stufe 30, das Tor. Oh. Zu sagen. Landor der Wächter, ich habe lange auf jemanden wie dich gewartet. Der Schattenkönig war einst selbst ein Portalritter, aber sein Ehrgeiz hat seinen Geist korrumpiert und er verschmäht den Orden. Er wurde zu einem Schatten. Der Schattenkönig stahl ein Relikt aus unserer Festung, das Astralherz. Es beinhaltet alles, was wir über das Portalnetz wussten, welches die Welt umspannt. Hast du es eventuell zurückgebracht? Hervorragend, ich kann das Herz verwenden, um für dich einen Torstein herzustellen, mit dem du zu den Hallen unseres Ordens reisen kannst. Immerhin hast du dir deinen Platz dort verdient. Achso, genau, ich hab das. Vielen Dank, Ritter. Hier, nimm diesen Torstein. Ich bin mir sicher, dass du mit Hilfe der vergangenen Portalritter unseren Orden in neuem Glanz erstrahlen lassen wirst. Wow, doch so viel? Ah. Wobei, wir brauchen, glaube ich, das hier auch ganz oft, um diese neue Rüstung zu machen. Ist die Frage, ob man das immer droppt. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall in der Story weitergehen. Hallo. Bringe, ja. Torstein. Hä? Und nu? Hä? Ich dachte, Wunder, was das jetzt hier für ein Tor ist. Geht's da weiter? Hä, bin ich doof? Ich habe lange auf jemanden wirklich gewartet, der war ins Selbst, bla bla bla. Plaudern? Ich kann es kaum glauben, dass der Schattenkönig besiegt wurde. Es ist so lange her, seit uns... Was? Seit er uns betrogen hat. Vielen Dank. Plaudern? Ich kann es kaum glauben... Okay. Tschüss. Hä, hey, bin ich doof? Habe ich jetzt irgendwas verpeilt? Nö, oder? Jetzt haben wir das Herz gekriegt. Dieser alte Torstein vibriert mit Energie. Du wirst... Wo wird er dich hinführen? Verbrauchsgut. Ach so, kann ich den benutzen? Ah. Spannend, spannend, spannend. Wir überziehen hier maßlos. Ist aber nicht schlimm. Muss auch mal... Als du das Relikt aktivierst, wirst du mit...
Visionen vergangener Zeiten überschwemmt. Diese Welt war nicht die erste, die durch den Bruch verwüstet wurde. Und es wird auch nicht die letzte gewesen sein. Ich sollte nicht so früh anfangen mit dem Lesen. Seinem Bann unterlegen verriet der Schattenkönig die Portalritter. Nun wurde sein Verrat wiedergutgemacht. Die uralten Portale sind nun wieder erleuchtet und es liegt eine Ära des Friedens vor uns. Cool. Mit dir sind die Portalritter wieder auferstanden. Cool, Leute, sehr schön. Ich würde einfach mal behaupten, wir haben das jetzt gerade durchgezockt, oder? Sieht doch echt verdächtig danach aus. Und jetzt reisen wir entlang oder entgegen des Sonnenuntergangs. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir hier auf der Welt. Cool. Wir sind auf der letzten Welt. Cool, sehr schön. Das schauen wir uns noch an. Bevor ich ein Portalritter wurde, lebte ich an einem Ort, den man Ottermoor nannte. Plaudern? Ich bin mir sicher, dass du auf interessante Dinge stoßen wirst, wenn du dich hier gründlich umsiehst. Wow, okay, cool. Zöger nicht, die Festung auf eigene Faust zu erkunden. Viele Leute wollen dich kennenlernen. Ich bin mir sicher, dass du auf interessante. Okay. Leute, ich würde sagen, wir sind durch. Wir haben ganz erfolgreich die Welt vor dem bösen Schattenkönig befreit. Von dem bösen Schattenkönig befreit. Wir sind hier in der Festung der Portalritter. Ich gehe mal nach hier vorne. Vielleicht sieht man es dann noch ein bisschen besser. Oh, schaut euch das mal an, wie eindrucksvoll das ist. Da oben sehe ich noch einen. Cool. Ja, wir sind tatsächlich durch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hierüber hinaus noch weiterzocken werde. Also ich werde auf jeden Fall diese Burg noch erkunden. Vielleicht machen wir das sogar noch zusammen, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht zocken wir auch noch ein bisschen weiter, weil wir haben ja, wir sind noch nicht am Level Cap. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir machen müssen. Wir haben noch nicht alle Welten erkundet. Aber im Großen und Ganzen, liebe Freunde, würde ich sagen, sind wir durch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid bei einem nächsten Projekt, bei einem nächsten Let's Play wieder mit dabei. Ich danke euch für eure Geduld, all denen, die bis zur letzten Folge jetzt geguckt haben. Und wie gesagt, vielleicht war es noch nicht die letzte Folge. Vielleicht machen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 mal schauen, wie wir Lust haben. Ansonsten vielen, vielen Dank. Und ja, zum Abschied machen wir dieses hier. Wir haben es geschafft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und von daher, bis dahin, euer Showtime. Tschüss.